der Spitze, aber vielleicht Sie, Lara Gut-Berami, Medaillengewinnerin an der Weltmeisterschaft, höchst erfolgreich, Sie wissen es. Beeindruckend, wie diese Frau die Form rechtzeitig auf die Weltmeisterschaft hin gefunden hat. 4 Rennen, 4 Medaillen, schlicht perfekt. Ja, sie ist schon die ganze Saison stark drauf. Es kann sie gut mit den Bällen mitgehen, da fein sein. Sie ist da gut dabei, es ist ein sehr gutes Zeichen, weil ihr Teil kommt eigentlich erst im Steilen. Super Start von Lara Gut-Berami. Wow, kommt da ganz eng raus. Total anders wie Bluri vor ihr. Wichtig wird dann die Ausfahrt bei dieser Poetenmauer sein. Gestern unglaublich eng am Tor gefahren. Leichter Rückstand. Ja, gerade ja nicht zu stark. Hier? Ja, macht's. Hätte sich ein bisschen mehr Platz gegeben, wird ähnlich tief. Da hat sie gestern Zeit verloren, aber ich glaube, heute ist sie besser durchgekommen. Dafür in die Hockey gehen. Eine leichte Anpassung also in der Linienwahl gemacht, aber sie verliert ein bisschen Zeit. Tempo, gutes ist Tempo. Aber gut, ja, 128. Du hast gesagt, da kann man einen Zehntel aufholen. Im Vergleich zu Siebenhofer, Lara Gut-Berami im Ziel und es sind die 200stel Sekunden, die sie mitnimmt. Gut 50 Meter quasi umgerechnet. Lara Gut-Berami einmal mehr mit einer Top-Leistung setzt sich an die Spitze bei dieser ersten Abfahrt von Val di Fassa. Sehr stark, wie sie da immer um jede 100stel gekämpft hat. Ja, Siebenhofer, um 200stel Sekunden geschlagen, Topleistung von Siebenhofer. Noch